Unsere Freunde provozieren, gehen uns aus dem Wege, sind frech zu uns, sind nicht mehr lieb zu uns, weil sie es machen müssen. Sie stehen unter Drogen, sie stehen unter Psychopharmaka, sie stehen unter Hypnose und werden dadurch geleitet. Diese ganze Familie, wir haben das jetzt auch gesehen, die Schwester von einem, der da arbeitet, die immer mal wieder aushilft, steht auch unter Drogen und Medikamente. Und die ganze Familie hat damit so ihre Probleme. Natürlich geht man an die Führenden der Familie ran, die über die Firma entscheiden und die die Firma voranbringen. Wir haben uns entschieden, also es ist so, mein Freund und ich, wir haben schon vor vielen Monaten, das war schon im letzten Jahr, ne? Ich glaube August, September, ich weiß es nicht genau. Weil sie haben ja mal alles gelöscht bei meinem Freund, das hat er nicht gewusst, dass ich kein Geld habe. Er wollte mich beteiligen an seiner Firma. Da habe ich gesagt, entschuldige, aber du weißt doch, ich habe kein Geld im Moment. Ich versuche immer an mein Vermögen ranzukommen und gern beteilige ich mich an deiner Firma. Ich möchte, dass deine Firma und deine Familie und deine Verwandtschaft und deine Freunde einen evolutionären Vorteil haben, dass sie ihre Gene hier durchsetzen, so wie sie sind. Dass sie hier mehr Macht kriegen, mehr beherrschen und bestimmen. Weil sie ehrlich, fleißig sind und nie einen betrügen oder bestehlen würden. Tja, also wir dachten nicht mehr daran, dass wir sowas kennenlernen. Wir waren mit durch. So, dann haben wir per Handschlag entschieden, so wie ich an mein Vermögen rankomme oder Geld habe, was ich hier dann von diesen Gerichten kriege als Entschädigung, beteilige ich mich mit 20% an der Firma. Weil er wollte das erstmal, weil er Geld haben wollte, weil die Stasi ihm da ja schon bestohlen hat. Aber er wollte das auch, um weiter zu investieren und wollte mir natürlich danken. Guten Morgen. Und wollte mir natürlich danken damit. Weil wir haben ihn doch vorangebracht. So, und ich zweifle heute dran, also er macht keine vernünftige Kassenabrechnung. Ich zweifle dran, ich nehme an, früher hat er es gemacht. Schon allein für die Steuer und alles andere. Also er lässt keine zweite Kassenrolle laufen, damit er genau weiß, was er angenommen hat. Und wir haben ihn da nicht rangekriegt. Wir haben nachher gedacht, dass er mathematische Probleme hat, weil wir hatten ihn damals noch nicht so erlebt, wie er verkauft und so. Und wie gut er im Kopf rechnen ist und so. Sowieso beide. Und haben gedacht, er kann es nicht rechnen und er schämt sich. Weil immerhin ist er wenig zur Schule gegangen, weil er ist in einem Kriegsgebiet aufgewachsen. Und Deutschland hielt es nicht für nötig, ihm ganz schnell die deutsche Sprache beizubringen. Also hat er in der Schule gesessen und nichts verstanden. So, und seine Eltern kannten natürlich auch nur Krieg. Wie sollten die sich bilden? Und sein Volk wird benachteiligt. Ich weiß es noch nicht genau. Heute denke ich, ich habe das jetzt gerade erst erfahren, dass da riesige Erdölvorkommen sind. Das ist unglaublich, ne? Möchte ich nochmal allen Ländern der freien Welt sagen, sie brauchen sich nicht mehr fürs Erdöl die Rübe einhauen. Sie holen uns, ne? Sie bezahlen uns dafür, dass wir ihnen helfen, ne Nadi? Das muss doch nicht viel sein.
So, und ich bringe ganz schnell drei verschiedene Sachen der Energiegewinnung auf die Reihe, die sie immer einsetzen können. Ohne Sonne, ohne Wind, in der Nacht, am Tag, in der Kälte, ne? Unter Wasser, hoch oben in der Luft, in den Berge. Ne? Sie starten das einfach wie ein Auto. Ne? Und ich möchte nochmal sagen, ich brauche mich hier nicht entschuldigen, dass alle Wissenschaftler so geistig behindert sind und keine Lust haben. Ne? Das ist alles einfach. Das hört sich für einige ganz doll an. Weil mir kommt das auch immer ganz doll an, wenn die Kacheln gleich an der Wand bleiben. wenn Profis Bandkacheln. Ja, das ist ja immer so meine Schwierigkeiten, ne? Kann man da auch mal sagen. So, und wir sind Wissenschaftler, Profis seit vielen Jahrzehnten. Das wollte ich den Ländern noch mal anbieten, ne? Den führenden Ländern der Welt. Also, sie brauchen sich nicht mehr die Rübe einhauen. Und sie können ihre Erdölvorräte schonen. Da kann man dann schön mehr Plastik herstellen und was weiß ich, ne? Um die Umwelt noch besser zu schaden. So, und sie haben dann was, was sie starten und das läuft und läuft und läuft. So wie beim Auto, das, wenn das Rad dann kaputt ist als Beispiel. Ja, dann müssen sie es ausmachen, das Rad wechseln. Danach starten sie es wieder und es läuft und läuft und läuft. Und wie einfach das ist, da werden sich alle noch wundern. Danke für die Aufmerksamkeit.